Hey Thomas. Hi. Ist es sehr schlimm? Scheint so. Sie ist umgefallen. Im Geschäft. Mutter. Das Herz? Ja, was denn sonst? Ich weiß ja nur, dass sie krank ist und dass ich herkommen soll. Ich habe vielleicht einen Schreck bekommen. Er scheint da plötzlich der Pförtner im Seminar. Wollte gerade los einen Abschlepp auftragen. Aber der muss warten. Die Klingel ist kaputt. Der Klopf. Psst. Mutter schläft. Ich hab die Klingel abgestellt, damit sie nicht gestört wird. Wie geht's ihr denn? Der Arzt hat ihr eine Spritze gegeben. Wie ist denn das überhaupt passiert? Stand im Laden, haben wir uns unterhalten. War überhaupt nichts los. Auf einmal wird sie weiß wie die Wand und kippt um. Ohne einen Mucks. Haben wir ihr Eau de Cologne unter der Nase gehalten, dann kam sie ziemlich schnell wieder zu sich. Glücklicherweise ist der Dr. Albrecht gleich gekommen. Ja. Ja, dass sie mit dem Herz nicht in Ordnung ist, das wissen wir ja. Wollte doch partout nicht ins Bett. Jetzt schläft sie. Warum ist denn Dieter noch nicht da? Na, der ist mit zum Dr. Albrecht gegangen. Wozu haben wir schließlich Medizin in der Familie? Was muss denn das sein? Mensch. Entschuldige bitte, aber... Ich glaube, wir gehen besser in die Küche, sonst wecken wir sie noch auf. War das Mama? Ja klar, wer denn sonst? Klingt wie Stöhnen. Quatsch, ist doch kein Stöhnen. Du, Werner. Werner, das ist ja wirklich wahnsinnig komisch. Hör doch mal zu. Nanu, haltet ihr eine Familienversammlung ab? Sag mal, ich denke, du liegst im Bett. Der Arzt hat dir doch absolute Ruhe verordnet. Was wollt ihr denn von mir? Sitzt doch ganz ruhig hier, nicht? Lest die Zeitung. Steht ja auch nichts Aufregendes drin. Nur ein paar Witze. Soll ich euch die mal vorlesen, ja? Die Frau ist nicht umzubringen. Ist ja auch nicht nötig. Das schafft sie alleine. Was? Legst jetzt mal schön Nein, die Zeitung weg. Nein, gib die Zeitung mir wieder du her, machst sag ich. Schön die Augen zu. Du sollst, mich nicht immer so festhalten. Fummel doch nicht andauernd an mir herum. Lass mich zufrieden. Tust ja gerade so, als ob ich krank bin. Du bist ohnmächtig geworden. Ach, ohnmächtig bin ich geworden. Bin mal ein bisschen umgefallen, nicht? Tun manche Politiker zweimal in der Woche. Mal, du hast dir einfach zu viel zugemutet. Ich war ja gleich dagegen, dass sie mithilft im Ausverkauf. Siehst du? Ja, was guckst du mich an? Du wolltest ja Batu. Der Arzt hat der Dame schon gesagt, du sollst dich schon. Ich hab viel zu viel auf den Arzt. Ah, es wird Dieter sein. Ach, hab viel zu viel auf den Arzt gehört, hab mich zur Ruhe gesetzt. Siehst ja, was ich davon habe, nicht? Das ist ja auch unsere Schuld. Wir hätten es ja gar nicht zulassen dürfen, dass du die Kur andauernd verschiebst. Wieso ist doch immer was dazwischen gekommen? Es war doch immer was los. Du warst doch jedes Mal sehr froh drüber. Rostet doch die Maschine nur ein. Die beste Therapie, die ist immer noch in... Na, was sagt denn der Arzt? Tja, sehr erfreulich sieht's nicht aus. Herz und Kreislauf gefallen ihm gar nicht. Es muss sofort irgendwas getan werden. Unsinn. Der übertreibt ja. Es hätte ja gar nicht so weit zu kommen brauchen. Ich soll das ja schon zweimal nach Bad Nauheim. Aber jetzt wird's ernst. Du fährst Mittwoch nach Timmendorf. Was, wohin? Timmendorf? Da hast du alles, was du brauchst. Gute Luft, die See und vor allen Dingen Ruhe. Och, entzückend. Ich habe das Gefühl, ihr verschickt mich wie ein Berliner Ferienkind. Übrigens, Timmendorf? Nee, das geht ja sogar. Kann ich ab und zu nach Travemünde fahren, ins Spielcasino. Der Wagen bleibt hier. Einer von uns bringt dich hin. Dein Zimmer ist auch schon reserviert. Bis nächsten Mittwoch. Geht ja gar nicht. Habe ich ja Karten für die Volksbühne. Kann ich doch nicht verfallen lassen. Da geht ihm einer von uns hin. Mutti, sei vernünftig. Du fährst Mittwoch. Nein. Lass mich. Will nicht. Ich bringe dich hin. Hör auf Dieter. Er ist Mediziner. Mediziner? Zahnarzt. Na, ein bisschen was verstehe ich ja auch davon. Wovon? Neue Brücke wackelt ja auch schon wieder. Außerdem, wenn ich verreisen will, dann möchte ich gerne nach Thailand. Was fehlt Ihnen? Nächsten Mittwoch? Nein, Kinder, kann ich überhaupt nicht. Muss ich zu Tante Trutchen zur Anprobe. Gib dir keine Mühe, du fährst am Mittwoch. Und zwar nicht nach Thailand. Guten Tag. Irgendwas Interessantes bei der Post? Nein, nur Reklame. Ah, eine Karte von meiner Mutter. Soll ich vorlesen? Nein, danke, ich weiß schon, was sie schreibt. Ruhe geht ja auf den Nerven, die Gegend auch. Wir sollen sie so schnell wie möglich besuchen. Kein Wort davon. Liebe Ilse, lieber Dieter, hier ist es herrlich. Ich habe einen sehr netten Herrn aus Dänemark kennengelernt. Sehr nett unterstrichen. Baron Söborg. Aber er macht keinen Gebrauch davon. Zeigt mir die Umgebung,
Viele Grüße, eure Mutter. Ein Glück, dass sie Gesellschaft hat, kommt sie wenigstens nicht auf dumme Gedanken. So, jetzt habe ich aber wirklich genug. Ich liebe Schwäne. Sie haben etwas so Majestätisches. Sie bewegen sich so elegant. Schwäne? Doch aber nur im Wasser, auf dem Lande. Da watscheln sie doch wie eine fußkranke Ente. Was macht denn überhaupt ihr Bein? Um Gottes Willen. Also bitte entschuldigen Sie. Nein, das wollte ich nicht sagen. Das ist mir nur rein zufällig eingefallen, ja? Ich weiß, dass nichts die Absicht hatten. Sie sagen, nicht mir eine Lammende nein, zu vergleichen. Nein, bestimmt hatte ich die Absicht. Aber ich bin ja sowas. Nein, wirklich nicht. Ja, aber bitte, das dürfen Sie nicht denken. Nein, ich finde, der Vergleich hinkt. Um Gottes Willen, bitte, das habe ich wieder nicht sagen wollen. Nein, entschuldigen Sie. Also jetzt sage ich überhaupt nichts mehr. Ich rede mich ja immer nur weiter hinein. Kommen Sie, setzen wir uns, ja? So, jetzt? Oh, kommen Sie, lassen Sie, ich habe Sie schon alle. Danke. Oh, schön. Heute alle geschrieben? Ja. Haben Sie auch Kinder? Ja, 3 Töchter. Mhm. Alle verheiratet? Die Enkelkinder gehen schon zum Schule. Ach, leben Sie ganz allein auf Ihrem Gut? Nein, in Kopenhagen. Oh so, und züchten Sie Ihre Pferde denn auf dem Gut allein? Mhm. Karen hilft mir. Wer ist Karen? Meine Adoptivtochter. Mhm. Sie ist ganz verrückt nach Pferden. Und ein ganz gut weiterhin. Mhm. Sie wollen Sie dann kennen? Oh, sehr gern würde ich Sie kennenlernen. Sie kommen morgen. Sie kommt morgen? Ja. Na, Sie haben vielleicht Glück, Sie bekommen Besuch. Meine 5 Söhne, die lassen sich überhaupt nicht blicken. Ich habe auch früher fast das zusammen gedenkt, aber die Kinder haben sich einige Leben. Haben immer ihr eigenes Leben. Ja, eigenes Leben. Und ich habe mich damit aufgefunden. Nur einmal. In Silkeborg. Ja? Ja? Und Was war das? War ein besonderer Grund. Was war das? Sie haben Angst. Um Sie? Ja, wieso? Ging es Ihnen so schlecht? Im Gegenteil schon. Ich wollte mich verloben. Sie wollten sich verloben? Und da hatten Sie Angst? Na, hören Sie mal. Das ist ja eine glänzende Idee. Entschuldigen Sie mich doch für einen kleinen Augenblick. Aber nein, ich komme gleich wieder, ja? Wirklich, ich will nur mal eine Postkarte schreiben. Natürlich nicht mit Ringen und so, dazu sind wir beide zu alt. Außerdem, der Baron meint, es geht nur uns beide etwas an. Er ist ein wunderbarer Mensch. Wunderbar hat sie 2-mal unterstrichen. Ich hoffe, du freust dich für deine Mutter, die schon lange des Alleinseins müde war. Verbleibe mit vielen Grüßen an die anderen Jungs und so weiter. Herzlichst, Mutti. Das ist ja eine schöne Bescherung. Man kann Mutti doch keinen Moment allein lassen. Verlobt sich in Timmendorf. In ihrem Alter. Mensch, tu doch nicht so, Mutti ist doch noch nicht 80. Ja, du hast nötig. Schickt man sie zur Kur, sie soll was für ihr Herz tun. Hat sie doch, du Spießer. Ist vielleicht nicht ganz im Sinne des Arztes, aber sie ist ja schließlich schon erwachsen. Nicht? Ich find's einfach lächerlich als Großmutter. Gib doch nicht so an, du mit deinen Zwillingen. Wenn der Mann nun Heiratsschwindler ist? Baron, macht aber keinen Gebrauch davon. Der kann das schon kontrollieren. Ausländer ist er auch noch. Ich sage euch, der interessiert sich bloß für Mamas Geld. Ach Quatsch, sowas gibt's ja nur im Film. Ich glaube, ihr unterschätzt Mutti ganz gewaltig. Die weiß ganz genau, was sie will. Du stehst ihr immer bei. Vielleicht sollte man doch mal hinfahren und nachsehen, was los ist. Hat einer von euch am Wochenende frei? Ich kann nicht. Ich fahr schon am drüber. Ich komm mit, ich will mir den Baron mal angucken. Ja, dann bring ihr ein paar Blumen mit und sag ihr, ich wünsche ihr alles Gute. Wenn du um etwas willst, ja? Und seid dann ein bisschen nett zu ihm. Warum? Ja, man kann ja nicht wissen. Vielleicht adoptiert er euch, dann wird er richtig grafen. Mein Blumchen, Baron. Guten Tag, mein Mädelchen. Was ist denn das? Das? Hübsches Mädchen, nicht? Karin, seine Adoptivtochter. Sie ist erst heute aus Dänemark gekommen mit dem Wagen. Irgendetwas Geschäftliches mit ihm vor. Ich glaube, sie wollen einen Kredit aufnehmen wegen des Guts und des Gestütes. Aha, seine Komplizin. Ja, das wäre gleich an. Den Baron nicht mehr vor. Ich nehme das Mädchen. Ja, aber übernimm dich dabei nicht, mein Junge.
möchte Ihnen so gern meine Söhne vorstellen, ja? Das ist Stefan, das ist Werner, das ist Baron Söborn und seine Adoptivtochter Karin. Das freut mich. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Wir von Ihnen auch. Sind Sie zufällig in der Stelle? Nicht so ganz zufällig. Nein, nein, meine Söhne sind gekommen, um ihre Mutter ein wenig zu kontrollieren. Ich glaube, da können Sie ganz, ganz zufrieden sein. Ihre Frau Mutter ist von einer atemberaubenden Aktivität. Oh, danke schön. Aber Sie sind auch ganz schön unternehmungslustig, nicht? Ich weiß. Daddy sündigt so gern und besonders mit Champagner. Dabei hat Dr. Maaßen ihm nur erlaubt, eine halbe Flasche für den Blutdruck. Aha. Siehst du, aber die habe ich heute noch gar nicht genommen. Wollen wir nicht heute Abend zusammen essen? Oh, aber ja. Ja. Ich freue mich, wenn Sie meine Gäste werden. Also das ist einfach eine prachtvolle Idee von Ihnen, nicht wahr? Sagen wir 21 Uhr? Mhm. Schaffen wir das? Ich glaube, wir schaffen dieses. Wir wollen nämlich uns ein paar gestütte Pferden ansehen. Mhm. Wollen Sie mitkommen? Nein, nein, danke schön. Für die Pferde nicht. Meine Söhne wissen das ganz genau, vor denen habe ich Angst. Die sind mir einfach zu groß. Ah. Haben Sie auch Angst vor Pferden? Ich? Und wo? Im Gegenteil. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mitkommen. Das hier ist sehr gut. Oh, das ist aber neu, ne? Gehen wir. Dazu geht es. Bis nachher. Bis nachher. Wir können Sie zum Hotel bringen. Ich muss sowieso noch ein Zimmer für uns besorgen. Hm? Ja, das ist sehr liebenswürdig. Sagen Sie, Baron, so eine Pferdezucht ist doch ziemlich kostspielig. Da muss man doch eine Menge Geld hineinpumpen. Das muss ja nicht immer das eigene sein. Sehr gut von Ihnen. Nein. Es gibt ja auch noch andere Quellen. Ich glaube, es liegt euch was. Ich bin so nervös, ob das am Wetter liegt. Dieses Gewitter liegt mir in den Knochen. Ja, furchtbares Wetter. Das ist noch besser. Also, ihr habt mich auch nervös gemacht. Ja, doch, ihr habt euch benommen, das ist klar. Wiedersehen. Wiedersehen. Hoffentlich werden Sie nicht allzu nass. Immer noch nicht da. Ja, dann ist Ihnen beim Gewitter was passiert. Ich habe doch längst was gehört. Gestern haben Sie doch noch gesagt, Sie wären spätestens um 12 hier. Jetzt ist 2:30. Frau Rogalski, wünschen Sie etwas? Nein, danke, mein Kind. Nehmen Sie es. Mutti. Ja, das ist. Ich glaube, die Herrschaften haben sich verdrückt. Etwas Angst vor euch beiden, ja? Wir waren Ihnen sicher zu neugierig. Das kann man wohl behaupten, mein Junge. Ich muss schon sagen, was ihr da gefragt habt, das war doch beinahe schon ein richtiges Verhör. Der Baron hat sich wirklich noch sehr, sehr milde ausgedrückt, als er gesagt hat, Ihre Söhne sind aber sehr interessiert. Mutti, hier siehst du nie wieder. Du bist auch längst uninteressant für sie. Wieso uninteressant? Naja, Werner hat der angeblichen Adoptivtochter so einiges über dich erzählt. Ja, ich hab so ein bisschen tief gestapelt, weißt du? Was? Was hast du denn erzählt? Nur ganz einfach, dass deine Aktien nichts wert sind, dass Was? Du völlig unbemittelt bist, nur von deinen Söhnen ernährt wirst, und die Kur hier bezahlte Krankenkasse. Bist du denn wahnsinnig? Was soll denn der Baron von mir denken? Was bei dir nicht zu holen ist. Und die Konsequenzen daraus hat er ja auch schon gezogen. Da muss er sich eine dümmere Familie suchen. Also wirklich, das ist wirklich eine Pflegelei sondergleichen. Mama, reg dich nicht auf. Bitte, wir meinen es bloß gut. Am Kahn ist eigentlich schade. Er macht so einen netten Sohn. So einen frischen Eindruck. Naja, wahrscheinlich ist es dem Kerl hörig. Na, wie sie von dem geschwärmt hat, das war ja nicht mit anzuhören. Vergiss es. Von Pferden verstehst du doch nichts. Nun hört mal zu, ja? Aber schimpft jetzt nicht mit mir. Hast du dem etwa Geld gegeben? Nein. Der Baron ist doch überhaupt kein Heiratsschwindler. Der hat mir ja gar keinen Antrag gemacht. Wir sind ja auch gar nicht heimlich verlobt. Ich habe doch das wirklich nur geschrieben, damit einer von euch mich mal besuchen kann. Mama, erzähl doch keine Märchen. Du willst bloß nicht wahrhaben, dass du auf so jemanden reingefallen Aber bist. Aber nein, bestimmt Mutti, nicht. Mutti, gib dir keine Mühe. Wir glauben dir kein Wort. Also bitte, das hat man nur davon, wenn man die Wahrheit sagt. So, wir müssen jetzt los. Sonst kommen wir in den Wochenendverkehr. Ja, gut. Wiedersehen, Mutti. Was heißt auf Wiedersehen? Soll ich dir noch was mitbringen? Aber hört doch auf mit dieser ewigen Küsserei. Ich komme mit, ich bleibe auf keinen Fall hier. Doch, Mutti, du bleibst. Nein, ich bleibe nicht. Du machst deine Kur zu Ende und bitte, wenn es geht, keine neuen Dummheiten, ja? Aber ich bleibe bestimmt nicht hier. Was sollen denn die Söborgs von mir denken? Da besteht doch überhaupt keine Gefahr. Sonst würden wir dich doch hier gar nicht alleine lassen. Mutti, nun glaub uns doch endlich. Die Herrschaften siehst du nie wieder. Aber das ist doch... Auf Wiedersehen. Mach's gut, Mutti.
Frau Rogalski, darf ich Ihnen den Kaffee hier unten servieren? Danke, Annette. Ich habe keinen Appetit. Ich möchte nicht. Ich warte auf die Söborgs, weißt du? Ich mache mir sehr große Sorgen. Ach, es wird bestimmt nichts passiert sein. Na, passiert? Das wäre ja nur noch gleich was Schlimmes. Hoffentlich nicht. Nein, da sind sie ja, Gott sei Dank. Wir haben uns wirklich solche Sorgen gemacht. Liebe Frau, was ist denn nur passiert? Ich hoffe, Sie sprechen noch mit uns. Ja. Es tut uns so leid. Aber wie können wir es nicht dafür? Nein, wir haben ein paar Mittel ins Gewehr. Ja, auf einem Fehlweg, ja. Aber zum Glück hat uns ein Träger abgeschleppt. Wir versuchten, Sie anzurufen. Ja, aber nirgendwo funktionierte das Telefon. Da war zu viel Wasser von oben. Die Leitung war ertrunken. Na, ist ja ganz egal. Ein Glück, dass nichts passiert ist, ne? Nur ein kleiner Schnupfen ist bei mir im Anzug. Aber es ist nicht schlimm. Das ist gut. Gesundheit, mein Kind. Wie sind denn Ihre Söhne? Ach, die mussten leider schon nach Hause. Setzen Sie für uns. Ja. Auch Werner? Werner? Ja, Werner leider auch, mein Kind. Oh, das ist schade. Ist so nett. Oh, er hat so viel Liebe zu Tieren. Die Pferde mögen ihn alle sehr. Nicht nur die Pferde. Oh, er ist immer zu eifersüchtig. Aber Werner und ich, wir haben nur über Pferde gesprochen. Er versteht sehr viel davon. Ach, davon hatte ich ja gar keine Ahnung. Da sieht man wieder, wie wenig man seine Kinder kennt. Aber die Tierliebe, die hat er bestimmt von mir. Ich wollte als Kind zu gern auf einem großen Gut leben, so mit vielen Tieren. Ich erinnere mich noch, wir hatten auf unserem Balkon zwei Kaninchen früher, ja? Und die sollten jeden Weihnachten geschlachtet werden. Wissen Sie, woran sie gestorben sind? An Altersschwäche. Oh. Wie lange müssen Sie eigentlich nach hier bleiben? Ich bis Dienstag, das ist meine Kur leider zu Ende. Wieso? Ich wollte so gerne Sie einladen, unser Gast zu sein. Dänemark wird Ihnen so gefallen. Ja, wir können Sie gleich mitnehmen. Nein, also wirklich. Also das finde ich einfach bezaubert. Das ist natürlich ungeheuer verlockend. Ja, ich könnte von Kopenhagen aus wundervoll nach Hause fliegen. Oh, ja, oder vielleicht kann Werner Sie abholen mit dem Wagen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Warten Sie mal, es ist ja Ledermesse 3 Tage und natürlich, auf dem Rückweg könnte er vorbeikommen. Aber Karin, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Das ist ein schlimmisch weiter Weg. Na ja, aber das kann ich schon machen. Wirklich. Postkarte genügt. Dänemark ist wirklich ein Land, in dem sich leben lässt. Leider ist unser guter Baron vorübergehend in finanziellen Schwierigkeiten. Aha. Darum werde ich ihm mit einem Kredit unter die Arme greifen. Das Geld ist so los. Freitag bin ich in Kopenhagen auf der Bank, um zu hören, wie man das Geld am schnellsten von Deutschland nach Dänemark transferieren kann. Das ist ja schon morgen. Na, zu spät, das schaffst du nie. Hast du eine Ahnung, ich hab da schon gebucht für heute Abend. Koffer sind ja noch von der Messe her gepackt. Na, diesmal komme ich aber mit. Einer muss Mutti ja wenigstens unter die Arme greifen. Nee, mein Lieber, das mache ich alleine. Dazu ist mir die Sache nämlich zu wichtig. Du hast es aber eilig. Stefan, wie war das doch mit der hübschen Adoptivtochter? Hallo. Hallo, was machen Sie denn hier? Ich will Sie abholen. Mich? Hm? Gefällt es Ihnen nicht? Doch, natürlich, sehr sogar. Aber woher wissen Sie, dass ich komme? Oh, von Ihrer Mutter. Sie hat gesagt, mein Sohn kommt bestimmt heute mit der Abendmesse. Außerdem hat sie mich mit Ihrem Büro telefoniert. Ja. Haben Sie Gepäck? Da drüben bekommen nein, nein, wir nur diese Tasche hier. Oh, dann fahren wir. Wohin? In die Bank? Nein, da war ich schon vorhin. Ah, mit meiner Mutter? Papa, nein. Sie hat doch gar keine Zeit. Sie ist im Stall und füttert Pferde. Was, meine Mutter im Stall? Was sagen Sie mal, sollten Sie nicht in diesen Tagen einen Kredit bekommen? Oh, haben wir. Wohin wissen Sie das? Letzte Woche vom Stall? Stadt? Ach, vom Staat. Ach, so ist es. Oh, fahren wir jetzt. Ja, tun wir dieses.
Na? Oh. Du wolltest mich ja bloß herlocken. Na und? Bist aber ganz schön schnell gekommen, nicht? Man kann schon sagen, verdächtig schnell. Weißt du, was du bist? Mhm. Du hast dich ja schon ganz schön akklimatisiert. Ja? Na, du hast doch aber auch schon sehr hübsche Kontakte zur Bevölkerung aufgenommen. Weißt du, Karin will mir gleich das Gut zeigen. Die Ställe, Futterkammer, Sattelkammer und die Reithalle. Und ja, und dann muss ich noch buchen. Die fliegen mich erst zum Wochenende zurück. Na gut. Also, bis gleich. Wiedersehen. Werner? Ja? War eine gute Idee von mir, nicht? Die Postkarte. Das ist dein Baron. Ach, mein Baron, jetzt hör endlich auf. Das ist doch nicht mein Baron. Der hat mir wirklich nie einen Heiratsantrag gemacht. Ach, das finde ich aber schade. Was? Warum? Ich finde nämlich, die Familie Söborg würde ganz gut in unsere Familie passen. Na ja, und? Das ist doch jetzt nicht mehr meine Angelegenheit. Ach. Das ist deine, nicht? In einer ganz anderen Kombination. Aber du, das eine sage ich dir. Ich mische mich nie in eure Angelegenheit. Grundsätzlich nicht.